Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt, zu einer neuen Folge. Ja, heute Morgen kam ja schon das Info wieder zu, das LS19 Battle gegen Black Wolf. Den Kanal von Black Wolf werde ich natürlich euch auch in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr da auch schauen könnt, was er macht, wie er das macht und was weiß ich was. Und ja. Ich beginne jetzt hier auf der Oldstream Farm, genau wie Black Wolf. Und wir werden gucken, dass wir hier ordentlich vorankommen. Ich habe mir teilweise jetzt was überlegt und habe auch noch ein paar Mods mit reingenommen, wie zum Beispiel hier ein paar alte Traktoren. Ich mache heute hier mal ein bisschen zeigen noch. Eicher EM300 habe ich mit reingenommen, den finde ich voll cool. Ansonsten habe ich hier noch mit reingenommen diverse Anhänger. Auch da kann ich euch das mal zeigen. Hier ein paar kleine Anhänger, ältere Modelle, so sage ich mal so in Richtung Oldtimer. Und auch Richtung Mähtechnik habe ich fast drin. Haben hier das Pöttinger. Mal gucken, was wir da nehmen, was wir da machen. Ich bin mal gespannt. Ich hätte gerne noch ein älteres Mähwerk, aber da habe ich jetzt leider nichts auf die Schnelle noch gefunden. Wender habe ich auch mit dabei. Hier so alte Wender. Den finde ich auch voll cool, den Tether Spider. Genauso wie Schwader habe ich auch was mit drin. Hier so einen alten Schwadkreisel. Richtig cool. Design. Ja, nein. Ja, das sind nur diese Dings. Ansonsten, ja, es läuft soweit relativ gut. Was habe ich noch mit drin? Ich glaube, Miststreuer ist mit drin, ein Mod hier. Älteres Modell würde ich sagen, finde ich. Älteres habe ich nicht gefunden, leider. Weil ich so gesehen habe, das war Hammer. Hier ist nichts mit drin. Das war wirklich Hammer, Leute. Ich habe da was gesehen, nur ich mit Richtung. Hat das die? Okay. Nein, nicht kaufen. Mann. Hier auch noch eine alte Ballenpresse. Hier in Richtung Rundballen. Von Galli Gnani. Dann die Krone habe ich mit drin. Hier diese habe ich noch mit drin. Als Quaderballenpresse, glaube ich. Nee, auch als Rundballen. Auch als Rundballen. Müsste auch Rundballen sein. Also mal gucken. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was drin an Mods. Habe ich jetzt ein bisschen mehr mit reingenommen. Hier auch ein Ballenwagen noch. Den man eventuell manchmal aufklappen kann. Schauen wir mal, was wir nutzen, was wir machen und alles. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt hier gegen Black Wolf. Tierhaltung, habe ich da was drin? Ich meine auch Tieranhänger oder sowas. Wasserfass bzw. Milchfass in alter Version habe ich jetzt nicht gefunden. Können wir eventuell, ja, müssen wir gucken. Vielleicht finde ich noch eins. Oder vielleicht habt ihr noch einen Vorschlag. Ansonsten hier Tieranhänger habe ich hier noch einen alten mit reingenommen. Einen kleineren so, sage ich mal so. Was so, sag ich mal, etwas älter aussieht. Schauen wir einfach mal. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, hier zu machen. Und wir würden jetzt beginnen. Wir gucken einmal hier, Feld 6 und Feld 4 gehört uns. Wir haben hier Hühner, wir haben Schafe, Schweine und Kühe. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, Feld 6 und Feld 4. Feld 4 ist erntereif, Feld 4 ist Mais drauf. Okay, was sollen wir mit Mais, Leute? Aber okay. Wir gucken mal, was wir für Startmaschinen haben. Das sind eigentlich die normalen, die wir haben. Hier den Fan-Favorit 511C, den 1300DT. Den Mähdrescher hier von New Holland.
Auch da mal keine Ahnung. Den Lizard, den Pickup, werde ich wohl verkaufen. Da habe ich keine Lust drauf auf den. Wofür auch? Brauchen wir nicht. Ansonsten haben wir hier ein paar Dinger mit drin. Schauen wir mal einfach, was wir gebrauchen können. Kuhweide, große Kuhweide, Schweinestall, großer Hühnerstall. Ist auf jeden Fall einiges mit drin hier. Werkstatt und so weiter, Schlafplatz, Hofunterstand, Hofscheune. Da ist auf jeden Fall was mit drin. Schauen wir einfach mal. Als erstes würde ich sagen, verkaufen wir mal den Pickup. Weil den brauche ich definitiv nicht. Das Geld spare ich mir lieber. Achso, bezüglich Einstellungen gehe ich auch mal drauf ein kurz. Ich habe hier wieder alles erstmal auf Echtzeit gemacht. Schwierigkeitsgrad normal, Verkehr habe ich eingelassen. Schmutz normal, automatische Motorstart aus. Ich habe keinen Bock da jedes Mal einzusteigen. Den Motor startet direkt sofort. Das finde ich ein bisschen unrealistisch. Stop und Go Bremsung an. Spritverbrauch mache ich auf normal. Helfer betanken Kraftstoff aus, also im Prinzip alle Helfer betanken. Hier habe ich ausgemacht. Pflanzenwachstum erstmal normal. Pflanzen sterben an, Fruchtzerstörung an, Pflügen notwendig an, Kalk notwendig werden an und Unkraut an. Dementsprechend haben wir da eigentlich eine relativ gute Einstellung. So, jetzt will ich den Pickup hier mal verkaufen. Dafür sollten wir zumindest erstmal wieder etwas Geld bekommen. Schauen wir mal, wie viel bekommen wir für den Pickup? Den verkaufen wir als erstes mal. Ja, ich bin gerade frisch auf der Map gespawnt. Haben 100.000, haben die Startfelder, den Hof quasi. Und dann so runzen ist noch nichts passiert, Leute. Ich habe das Intro wieder gestern auf einem anderen Spielstand gemacht quasi und den Spielstand wieder gelöscht. Einfach um ein bisschen Schönes zu zeigen. Dachte ich mir, okay, komm, mach ich da mal ein Info wieder zu, schön noch. Gib mir mal relativ Mühe. Ja. Was ja relativ Mühe. Ja, ich habe das Video gestern 42 Minuten aufgenommen. Davon waren dann anschließend nur noch knapp 2,5 Minuten über. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ich habe insgesamt 5 Stunden dran gesessen an dem Video. Das war schon heftig. Hätte auch nicht gedacht, dass ich da so lange dran sitze, aber hat aber auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, ab und zu mal so ein Video zu machen. Und ja. So, Motor aus, aussteigen. Dann gehen wir mal rein und werden mal den Pickup verkaufen für 27.850 Euro. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Was haben wir jetzt noch? Wir haben noch, ja, den Miststreuer. Die Sämaschine, hier den Pflug, da will ich den tiefen lockerer nehmen auf Dauer. Mähdrescher ist in Ordnung. Der Kipper ist erstmal in Ordnung. Und ich habe zwei Traktoren. Ich weiß nicht, ob ich zwei Traktoren wirklich brauche. Wenn ich mal gucke, wie viel würde der denn kosten? Der kostet 7.500 Eicher, hat aber nur 35 PS, 38 Liter. Klar, wäre eine schöne Sache. Das auf jeden Fall. Bügel. Stoßstange. 300 Kilo Gewicht. 600 Kilo Gewicht. 900 Kilo Gewicht. Motorausführung. 30 PS, 40 PS. Das wäre jetzt bei 80 PS der Motor.
Kraftstoffanpassung, 20 Liter Dieselkanister. Ja, der ist schon bei 13.000. 80 PS, der könnte schon was. Schauen wir einfach mal. Aber vielleicht, ich weiß noch nicht. Wie gesagt, erstmal gucken wir jetzt, dass wir hier vorankommen, Leute. Das heißt, einmal den Mähdrescher ran. Einmal den Mähdrescher ran. Da haben wir das Maisfeld. Wenn wir schauen, dass wir das einmal hier ordentlich machen und natürlich einiges an Geld verdienen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch fast direkt auf Tiere. Gehen wir auch fast direkt auf Tiere. Gehen wir auch eine Außenansicht jetzt. Ist auf jeden Fall ein riesiges Feld, Leute. Ja, ein bisschen mit Oldtimer arbeiten, finde ich, ist gar nicht mal so verkehrt. Aber wir brauchen natürlich auch irgendwann größere Landmaschinen, um hier gegen Black Wolf standzuhalten. Ich weiß nicht, welche Methode Black Wolf nutzt, klar. Aber wir kriegen das schon hin. Wir sind doch wohl besser als Black Wolf, oder? Ich meine, Black Wolf, ja. Ellerbach, über 400 Stunden gespielt. Da bin ich noch weit weg von weg bei einem Projekt, ne? Aber, trotzdem, Leute, wir werden das doch wohl hinkriegen, oder? Also, ja, im Livestream, ich hatte ja auch mal einen Livestream gemacht hier auf der Old Stream Farm, falls ihr das noch wisst. Und ja, da hatte ich den Baum hier gefällt, da hat mich gestört. Und ich glaube, den werde ich auch dieses Mal hier fällen. Der stört mich irgendwie. Sorry Leute, aber ja. Der hängt mir zu weit runter. Der stört mich total. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird, Leute. Habe ich auch noch nie gemacht, irgendwie so ein Battle zu machen. Und ich bin mal echt gespannt, wie das läuft. Und ja. Also, wie gesagt, mir ist das durch Zufall eingefallen. Ich wollte Black Wolf. Ich finde den Kerl mega in Ordnung. Der ist super freundlich und alles. Und macht auch richtig schöne Videos. Der hat viel Ahnung auch von Alice insgesamt und von der Landwirtschaft. Und da dachte ich mir, komm, den kannst du auch irgendwie vielleicht helfen. Und da ich keine Lust habe, im Prinzip irgendwie für andere Leute Werbung zu machen oder sowas, wisst ihr, habe ich gesagt, okay, vielleicht gibt es was, was wir machen können. Wie wär's mit dem Battle? Du hast 400 Spielstunden auf der Ellerbach? Ja, warum nicht? Ich bin genauso gut, vielleicht noch besser. Deswegen habe ich mir überlegt, Battle eventuell. Und ja, da sind wir nun. Hier im Battle gegen Black Wolf. Ich bin gespannt, was er macht, welche Strategie er wählt. Und wie sich die beiden, sag ich mal, Battle Let's Plays entwickeln. Bin ich echt gespannt drauf. Ich werde natürlich auch bei Black Wolf selber gucken, klar. Er
auch bei mir. Zumindest hast du gesagt. Und ich bin total gespannt. Ich bin echt total gespannt, wie es laufen wird. Ich hoffe, das Infovideo hat euch übrigens auch gefallen. Wie gesagt, 5 Stunden Arbeit. Das ist schon einiges gewesen. Ich war bis gestern, beziehungsweise gestern von, ich glaube, 21:30 Uhr knapp war ich beschäftigt. Bis, ich glaube, fast 1 Uhr morgens. Das war schon heftig. Das war echt schon heftig. So. Ja, Black Wolf hat mir ein bisschen was, schon was verraten. Der will anscheinend auf Schaf gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie oder was. Nicht auf Schafe, auf Kühe gehen will der. Ja, mal schauen. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, dass ich das Maisfeld wegkriege. Dass wir hier ordentlich was schaffen können. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Bin mal gespannt. Vor allem nutzt der Autolot oder sowas? Ich denke mal nein. Ich denke mal auch er wird, sag ich mal, kein Autolot nutzen oder Cosplay oder sowas. Da bin ich fest von überzeugt. Weil ich habe auch in seinen Videos gesehen, dass er viel per Frontlader auflädt und alles, und das finde ich auch schon mega nice, dass endlich mal jemand da ist, sag ich mal, wo man sieht, der nutzt auch kein Autolot. Die meisten nutzen Autolot. Vor allem, ich habe vorhin die Mods noch durchgeguckt, Leute, und ich bin erschrocken, was es da alles für Mods gibt. Das ist Wahnsinn. Ein Mähwerk mit 80 Metern Breite, Arbeitsbreite. Wofür, Leute? Das ist Hammer. Das ist ein Ballenwagen. Da kannst du insgesamt mit Autolot, da kannst du insgesamt 100 Ballen, glaube ich, aufladen. Wofür, Leute? Das ist doch nicht mehr realistisch. Sowas ist echt nicht mehr realistisch. Und ich möchte das so realistisch wie möglich machen. Auch in meinem Let's Play, und werde auf solche Mods natürlich verzichten. Ganz klar. So. Ich habe gerade die Nachricht von Justin von Black Wolf bekommen, dass er jetzt auch aufnimmt. Ich bin jetzt schon 18 Minuten dran, ist ja nicht schlimm. Mal gucken, ob ich das auch pünktlich um 12 Uhr fertig habe, das Video. Ich hoffe es sehr. Wir haben jetzt gerade 20 nach 10. 12 Uhr soll es online sein. Mal gucken. Ich denke mal, das schaffe ich locker. So, wie gesagt, aufnehmen. Halbe Stunde, und dann geht es im Prinzip direkt an die, ans Schneiden und Hochladen, und kann es um 12 Uhr online sein. So, Mais haben wir jetzt schon 3000 Liter dran. Ich weiß nicht, wie viel Geld das jetzt bringt. Werden wir anschließend gucken, wenn wir fertig sind. Aber der Drescher ist jetzt schon zu 56%, 57% voll. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Erntemenge schon mal. Für so ein Startfeld, klar. Ja, ich möchte natürlich auch direkt in Richtung Tiere gehen, ganz klar. Wir werden mal schauen, wie wir das am besten veranstalten können.
Müssen wir mal schauen. Ich meine, klar. Wir werden schon in Richtung Tiere gehen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir auch sie ernähren können. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Weil wenn ich die Tiere nicht ernähren kann, werde ich sie auch nicht halten. Ganz einfach. So, 127.000 haben wir aktuell auf dem Konto. Ich weiß nicht, ob es schon Missionen gibt, die wir machen könnten. Ich denke mal aber schon. Ich werde jetzt mal hier den Streifen wegnehmen. Hier merkt man schon, dass der Drescher richtig Probleme hat teilweise, aber... Okay. Der New Holland Mähdrescher, finde ich, ist auch nicht so nice. Es gibt schönere, definitiv. Es gibt definitiv schönere. Auch da werden wir uns was holen noch. Das ist, denke ich mal, klar. So. Haben wir jetzt die Spur wegnehmen, dann haben wir es gleich geschafft, Leute. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Das dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern, das Feld. Das geht eigentlich relativ fix. So, wie gesagt, den Baum, den einen fällen wir da. Dann kriegen wir ein bisschen Holz, können wir verkaufen vielleicht. So, 73% Füllstand jetzt hat der Mähdrescher. Das Feld ist hier zum Beispiel zum größten Teil schon weg. Da ist nur noch ein kleines Stück da vorne. Aber auch das kriegen wir ganz sicher noch weg. Ja, und wie ich die Folge mache, Leute? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich habe geplant, eventuell, also einmal die Woche, klar. Da kann ich dann... Natürlich im Battle nicht standhalten gegen Black Wolf. Jeden Tag hatte ich geplant, ein Video zu machen und eventuell einmal die Woche sogar zwei Videos. Müssen wir mal schauen, wie wir es zeitlich schaffen. Muss natürlich auch noch arbeiten, das ist klar. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir das ordentlich machen und ordentlich gegen Black Wolf standhalten können. Mal schauen, wie das klappt. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, Leute. Aber ich denke mal, das sollte was werden. Das auf alle Fälle. So. Ja. Das Feld ist soweit einigermaßen durch. Das ist auf jeden Fall fantastisch. Wir werden jetzt gleich schon mal abtanken. Der Metrisch ist jetzt fast zu 90% voll. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt irgendwo im Mais zu stehen und da abzutanken. Das finde ich total unrealistisch. Deswegen mal gucken, ob wir das irgendwie... anders lösen können. Schauen wir einfach mal. Obwohl, das sollte eigentlich noch passen. So viel kommt auch nicht zusammen. Dann werden wir jetzt im Prinzip noch eben hier die Spur wegnehmen und dann bei dem nächsten Drehen halt werden wir gucken, dass wir im Prinzip dann abtanken. Wir sind jetzt bei gleich 91% Füllstand. Und dann werden wir jetzt gleich auf jeden Fall schon mal abtanken. Kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute. Da sehe ich kein Problem drin. Den Baum werde ich, wie gesagt, fällen. Das machen wir jetzt direkt gleich noch.
Kriegen wir hin. Das werden wir doch wohl gegen Black Wolf schaffen, oder? Leute, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, Leute. So. Dann hole ich einmal den Traktor. Sollen wir den vierten nehmen? Ich finde den vierten nicht so schön. Komm mal, wir nehmen den vierten. Motorstart schon mal. Habe ich eigentlich den John Deere mit reingenommen? Ich hatte auch mit John Deere noch reingenommen, meine ich. Den Black Wolf mir auch vorgeschlagen hatte. Wo ist er? Hat ich den jetzt mit reingenommen oder nicht? Ja, hier, genau, den 40 Series. Genau den. Den finde ich auch mega cool. Den hatte ich auch mit reingenommen. Der mittelgroße Traktoren. Wie gesagt, schauen wir einfach mal, was geht und was nicht. Ich bin gespannt. Upsala, das war die Hauswand. Ja, gut. Wir werden den Hof natürlich wahrscheinlich auch umbauen. Ein bisschen. Auf Dauer mit Sicherheit. Wenn ich ein paar mit Mods mit reingenommen habe, normalerweise spiele ich weitgehend ohne Mods. Vielleicht den einen oder anderen, aber ansonsten. Wie gesagt, ich dachte mir jetzt, wir müssen vielleicht auf Oldtimer machen oder sowas. Wäre vielleicht ganz nett. Wartet, ich gucke mal, was der Kipper bringt. Der Kipper bringt knapp 10.000. Nein, kein Miststreuer. Ich will einen Anhänger haben. Ich habe hier ein paar Mods mit reingenommen. Knapp 10.000. Können wir da was machen? Ich hätte eventuell gern hier so ein rotes Fahrgestell. Roter Rahmen. Grüner Rahmen. Für einen Liter 13.000 Liter. Wie viel habe ich? Der hat nur 8.000 Liter. Das heißt, das wäre definitiv mehr. 8-Tonnen-Kipper. 8-Tonnen-Kipper mit Aufbau. Trelleborg-Reifen werde ich definitiv nehmen. Reifenvariante. Krone Emsland Reflektor. Welger Grau, nee. Welger Grau Reflektor. Gelb Reflektor, nee. Was gibt es denn da alles? Krone Emsland Reflektor. Werde ich so machen. Kommt. 6.200. Kaufen. Okay. Gut. Dann nehmen wir den. Passt auf. Dann bringe ich den hier weg. Dann fahren wir den einmal weg, den Karren. Ich finde den wirklich nicht so schön, sag ich mal. Er ist halt Old Stream Farm. Das ist eigentlich eine Map, wirklich, finde ich, für, sag ich mal, Oldtimer. Und deswegen werde ich auch gucken, dass wir hier auch irgendwas mit Oldtimern machen. Ich finde das eigentlich eine nette Sache. Old Stream Farm hier im Battle gegen Black Wolf und dann auch noch hier mit Oldtimern. Ich
Ich weiß nicht, was er für Maschinen nimmt. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Aber ich denke mal, Oldtimer können auch noch einiges. Die Oldtimer können auch noch einiges. Deswegen. Ja, sind vielleicht etwas langsamer. Man kann viel mit ihnen machen. Und vielleicht werde ich meine Meinung auch irgendwann ändern und irgendwann auf andere Maschinen übergehen. Klar, ist möglich. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, den Fiat finde ich nicht schön. Den werde ich, denke ich mal, auch mit verkaufen. Hoppala. Ich denke mal, den werde ich auch mit verkaufen. Und dafür den Eicher dann nehmen, den Eicher. Ne? Mal schauen. Aber wie Sega, die Folge ist vorbei. Ich muss noch schneiden. Das heißt, ich darf jetzt nicht zu lange machen. Das heißt, wir werden die beiden Sachen in der nächsten Folge verkaufen. Danke euch so weit fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.